Letzte Mal, wir haben gelesen. Srila Prabhupada hat über dagegen gesprochen, dass jemand bleibt in den heiligen Ort und chantet und nicht predigen. Und das wir gehen weiter. He pointed out that Lord Chaitanya could have remained at home as a big devotee, but he didn't. He went out all over India to spread the holy names, and he instructed his followers to spread it all over the world. Prabhupada spoke strongly against the mood of many of the Babajis in Vrindavan that one should never leave the place. And as he spoke, I couldn't help but be reminded of Nitai Dasa's recent criticism and Prabhupada's refutation of them. Wie unsere andere Acharyas auch, in andere Gaudiya Vaishnava Acharyas, wie Madhvacharya, hat er sehr stark gepredigt. Stark gepredigt. Er hat zwischen höchste Gelehrte gepredigt, diese Mayavadis. Die beste Mayavadis. Und Madhvacharya hat sie konfrontiert. Das ist eine Lüge. Und natürlich, er hat so viele Feinde, die möchten Madhvacharya töten. Ramanujacharya auch. Er hat stark gepredigt gegen Mayavadi. Und sein eigener Lehrer möchte ihn töten, toten. I mean, das ist unglaublich. Wenn du in die Schule gehst und dann du sprichst gegen deinen Lehrer und dein Lehrer sagt, aha, okay. Und dann die machen, siehst du dir, diese Leon? Heute Abend. Und dann die machen, und die möchten ein Kind schlachten, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Was das bedeutet, dass Ideologie und Philosophie ist so wichtig, dass alles, was wir machen, in der ganzen Welt, was wir machen, ist ein Grund, ich sage mal, ist gegründet mit Philosophie und Ideologie. Alles. Danke dir, junger Mann. Bhaktisiddhanta Sir? Ja, Maharaj. Das bedeutet, dass wir damit rechnen müssen, nicht nur willkommen zu sein, sondern dass wir unsere Einlaufung und Zürich müssen. Kannst du das Fenster? Das ist schwer zu verstehen. Entschuldigung, ich habe nicht verstanden. Das bedeutet, dass wir rechnen müssen, dass wenn wir predigen, dass wir Opposition sein werden. Genau. Wenn wir predigen, in der Opposition manifestiert sich auch. Es ist nicht nur begrenzt auf Ramanujacharya oder seine Zeit. Genau. Seitdem selbst der Zeit braucht, es hat so viel Opposition zu unserer Bewegung. Und Srila Prabhupada natürlich, Srila Prabhupada war sehr. Es gibt ja diese berühmte Fernsehinterview in San Francisco in den 60er Jahren, ich weiß, 68 oder 69. Und der Reporter hat Prabhupada gefragt, und Krishna-Bewegung bedeutet was? Was ist Krishna-Bewegung? Und Prabhupada erzählt, jemand, der verehrt Gott, ist ein Mensch, und jemand, der verehrt Gott nicht, ist ein Tier. Das ist ein Fernseher, San Francisco, amerikanische Fernseher. Prabhupada hat keine. Und Bhaktisiddhanta Saraswati, sein Guru auch. Er hat keine Sorge gegen Mayavadis. Bhaktisiddhanta Saraswati hat ein bisschen gegen Mayavadis, aber mehr gegen Sahajiyas gesprochen. Sahajiya bedeutet naturell. Ich bin ein natureller Devote. Heutzutage auch. Ich denke persönlich, dass wir haben eine, wie sagen wir, Spüren von Sahaja auch zwischen unsere eigenen Devotees manchmal. Weil wir sagen, oh, du musst oder wir müssen nicht so anstrengend sein. Diese Regeln. Er hat ein Argument, wenn ein Devotee einmal in Leipzig hat. Er ist von meinem Sonntagsfest gekommen, von einer anderen Stadt. Und ich habe einen Vortrag gegeben und habe gesagt,
dass wir müssen nur Regeln folgen und alles kommt automatisch. Prabhupada hat gesagt, automatisch. Wir müssen nicht bemühen oder streben, jetzt bin ich Prema Bhakta, jetzt. Das geht nicht. Wenn wir bereit mit unserer Krita Punya Punja, unsere Punya, wir haben eine Haufen von Punya hinter uns, dann Krishna kommt oder Guru, die Sadguru kommt. Es ist geschrieben in den Shastras, Vishwanath Chakravarti Thakur, es gibt ein Buch, das heißt Raga Vartma Chandrika, ich glaube. Das ist ein sehr wichtiges Buch. Und dann in diesem Buch erzählt, wenn jemand bereit ist, der Sadguru kommt selbst. Oder Krishna oder Chaitanya Mahaprabhu kommt selbst und sagt, okay, Rishi Kumar, du bist jetzt bereit, diese andere Pfad oder Pfad oder spontan Pfad zu folgen. Wir müssen nicht, wie sagt man, unnatürlich diese Pfad zu versuchen zu folgen. Das ist Hajj eigentlich. Und er hat, diese Devote hat mir ein Kontraargument gegeben, dass nein, wenn wir verehren Krishna in diese zusammen in diese Weise, wenn wir verehren Krishna in diese Weise nur Regeln, dass wir können nicht unsere naturelle Krishna Bhakti entwickeln. Und dann, wenn wir haben nicht diese spontane Bhakti, dann wir gehen zu Vaikuntha Planeten. Wir gehen nicht zu Goloka Vrindavan. Das war das Argument. Und ich habe ihm viele Argumente gegeben, geschickt und so weiter, und dann hat er nicht geantwortet. Und, aber der Punkt ist, mein Punkt ist, unsere Prabhupada, unsere Sampradaya, ist das, versuch nicht, wie sagen Bhaktisiddhanta Saraswati hat diesen berühmten Satz, versuch nicht, Krishna zu sehen, aber mach was, dass Krishna sieht, sieht dich. Bitte? Kommt, um dich zu sehen, genau. Do not try to see Krishna, but act in such a way that Krishna can see you. Das ist unsere Mentalität. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Deswegen, wir sind gegen diese sogenannte Sahaja und so weiter. Weil man kann nicht unnatürlich etwas machen. Ich muss nochmal das Beispiel von Gokul Shodas Babaji hat erzählt. Jemand macht, eine Mädchen macht die Kissen in ihre Hemd und sagt, guck mal, ich bin auch schwanger. Ich bin auch schwanger. Sieht genau wie deine Schwangerschaft. Aber das ist falsch, das ist nicht Schwangerschaft. Wenn jemand schwanger ist, ist er schwanger. So, ja. Deswegen hier Prabhupada das gesagt. Spoke against the mood of many of Babajis in Vrindavan. Und Bhaktisiddhanta Saraswati hat sehr stark gepredigt gegen Babajis. Und heutzutage auch, die Babajis in Vrindavan, in Radhakund, die hassen es, aber die mögen nicht Bhaktisiddhanta Saraswati. Bhaktisiddhanta Saraswati ist nein. Weil Bhaktisiddhanta Saraswati hat ein Ashram eigentlich in Radhakund. Das ist ein berühmtes Haus von Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur hat ein Haus in Radhakund. Und gibt es ein Bett, wo Bhaktisiddhanta Saraswati hat geschlafen. Und seinen Stock. Und dann, wenn jemand kommt, besuchen dieses Haus, er kriegt Schuhe von Bhaktisiddhanta auf dem Kopf und Stock auf dem Kopf. Pam. Das ist Stock von Bhaktisiddhanta. Aber die Babajis, die mögen das nicht. Nein. Das Gaudiya Math. Nein. Weil Bhaktisiddhanta Saraswati hat das gepredigt. Wir müssen predigen, nicht nur in einem Ort bleiben und unsere Krishna Bhakti entwickeln, sondern rausgehen und predigen. Und wie unsere andere Acharyas. Srila Prabhupada eigentlich auch. So. Pritivita yache yati nagaradigrama. Bhaktisiddhanta, this is a good verse to learn. Antya lila
4:1-2:6. Du kannst mit diesem Vers anfangen. Bhaktisthal, ich möchte Versen von Chaitanya Charitamrita lernen. All over the world, as many towns and villages are there, this Krishna consciousness movement should be. Not that we are big, big Goswamis and Babajis. We do not go out of Vrindavan. Shishi Gonitai Ki Jai. Chaitanya Mahaprabhu says, Prithivite Achayati Nagaradi Grama, and they have become very big Vaishnava. No, I don't go beyond the limits of Vrindavan. What is this nonsense? Did Chaitanya Mahaprabhu say like that? You do not go beyond limits? A devotee, wherever he is, that is Vrindavan. That is Vrindavan Tirtha. A pure devotee can make any hell a Tirtha, a holy place. That is a devotee. Tirtha, Kurvani, Tirthani. That was Bhagirath. Oh, we haven't just last one reason. Ganga was hesitating. I shall go to the material world. All sinful men will take bathing and I'll be overloaded with sin. Then how I shall get out of this accumulation of sins? So Bhagiratha said, my mother, don't hesitate. When a holy man will take bath in your water, then all the sins he will assimilate. Then she agreed. So if we become holy men, actually, then immune. There is no difference. That is Chaitanya Mahaprabhu. These are bogus that I do not go out of Vrindavan. They are making Vrindavan limited. Vrindavan is not limited. Das ist ein anderer wichtiger Punkt. Vrindavan ist nicht begrenzt. Natürlich, heutzutage ist es begrenzt. Wir dürfen nicht nach Vrindavan gehen, wegen Corona, Gnade. Aber Vrindavan ist nicht begrenzt. Vrindavan ist überall. Und das ist ein Vrindavan kann sich manifestieren, wo in die erste Kanto Srimad Bhagavatam ich glaube, das ist Narada Muni, spricht zu Vyasadeva. Vyasadeva spricht zu Narada Muni und hat gesagt, in deinem Herzen ist immer Krishna und alle heiligen Orten. Wo immer gehst du, das heilige Ort ist da. Und Krishna ist da. Und das ist, was Prabhupada eigentlich gemacht. Prabhupada hat Vrindavan mit ihm gebracht. Und diese Samen von Vrindavan ist überall, auf der ganzen Welt. Das ist eigentlich unglaublich. Der Prabhupada hat Vrindavan gebracht auf die ganze Welt. Verteilt. Prabhupada hat verteilt Vrindavan. So. Wherever there is Krishna, wherever there is Radha Krishna temple, that is Vrindavan. Chaitanya Mahaprabhu only once went to Vrindavan. Does it mean he was not in Vrindavan? So this is Chaitanya Mahaprabhu's mission, that preaching must go on in hell and heaven. We should be very much expert and follow the instruction of Chaitanya Mahaprabhu, the simple instructions. Mukunda Madhava, Yadava Hari, Bolena Boro, Hevadana Buri. Simply chant the holy names of the Lord, Mukunda Madhava Yadava. This is Chaitanya. Rise early in the morning. You go out and preach and work hard day and night. And that is Chaitanya Mahaprabhu. This is what song indicates. Prabhupada sat back and the sideways tips of his head brought the short darshan to close. Thank you. Okay, Maharaj, what was the last name? Prabhupada has gesagt, that we must go to preach in hell or heaven. Simply chant the holy name, Mukunda Madhava Yadava. This is Chaitanya. Rise early in the morning, go and preach and work hard day and night. This is Chaitanya Mahaprabhu. Als Maharaj hat gestern nach dem Prabhupada's Vortrag gesagt, es ist so einfach eigentlich. Unsere Bewegung ist so einfach. Gibt's nicht so, man muss nicht so ein großer Philosoph sein oder muss nicht philosophieren oder spekulieren, ist so einfach. Fuß aufstehen, Runde chanten und predigen, das ist einfach, das ist eigentlich sehr, sehr einfach. You were speaking about, you were talking to a Mayavadi, not a Mayavadi, it's a Hajiya mentality kind of character. And I was thinking that, where did he get that from? So by association with sahajas.
Prabhupada would always want us to not take any association of outsiders. Yeah. We should only stay within the group and in our line and not become unchaste. Yeah. I have this film in Vrindavan with devotees, verschiedene devotees, russische devotees, viele russische devotees. Die haben dieses, ich gehe nicht raus von diese 84 Krosha, sogenannte Vrindavan, und dann ich bleibe hier. Wozu gehst du predigen? Das ist nur deine Leidenschaft, du bist angehaftet mit materieller Natur. Wenn du echte Geschmack hast, dann du bleibst hier und deine eigene Krishna-Wurzeln entwickelst und Krishna-Prema entwickelst. Und danach, wenn du Krishna-Prema hast, dann du kannst Krishna-Prema geben. Wenn du Krishna-Prema hast nicht, dann was kannst du geben? Das ist der Argument von diesem. Ich habe vielmals argumentiert. Vielmal. Weil eigentlich, wir haben nichts. Als Prabhupada gesagt, wir sind Bettler. Aber wir bringen diese Botschaft von Chaitanya Mahaprabhu und von Prabhupada und Krishna selbst. Und das ist, was haben wir. Wir haben nichts. Ich habe nichts. Aber ich bringe das, was Prabhupada, ich bin nur ein, wie sagt man, Postmann, würde man sagen. Was Prabhupada hat gegeben, die Beispiel mit den Mangos. Eine Person steht da ganz oben und wie sagt man, pflückt ein Mango und dann geben andere Personen. Und alle geben das gleiche Mango, aber die sind nur ein Hand, das gibt Mango weiter. So das ist, was wir sind. Wir sind nur eine kleine Schraube, mit einer Schraube in dieser Maschine Krishna-Bewusstsein in unserer Parampara. Hare Krishna. Noch was? Ja, Kusha-Gras, genau. Wir haben gestern über Kusha-Gras gelesen. Ich habe jetzt nur vier Zahlen angeschrieben. Das sind ja sechs. Gibt es sechs, ja. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudirayat Nashta Prayesha Bhadreshu Nitya Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Astirya Darbai Prag Agrai. Astirya Darbai Prag Agrai. Kartsnena Kshiti Mandalam. Kartsnena Kshiti Mandalam. Stabdo Brihad Vadhanmani. Stabdo Brihad Vadhanmani. Karma Navaishi Yatparam. Karma Navaishi Yatparam. Astirya Darbai Prag Agrai. Kartsnena Kshiti Mandalam. Stabdo Brihad Vadhanmani. Karma Navaishi Yatparam. Astirya Darbai Pragagrai.
Shrimandalam Stabdo Brihat Vadam Vida Mahmani Stabdo Brihat Vadam Mani Kamana Vashiyat Param Astirya Dabhya Prat Agrahi Astirya Dabhya Und tat karma haritosham tat savidya tan materiaya astirya bedeckt habend darbai durch Kusha-Gras, Prag-Agrai, mit dem Spitzen nach Osten zeigend, Kartsnena, zusammen, Kshiti-Mandalam, die Oberfläche der Erde, Stabdaha, stolze Emporkömmling. Was Emporkömmling ist? Upstart. Emporkömmling. Hochkommt, okay. Brihat, groß. Vadat, durch Töten. Mani, sich für sehr wichtig haltend. Karma, Tätigkeit. Na avaishi, du weißt nicht, yat, welches, param, das Höchste, tat, dieses, karma, Tätigkeit, haritosham, den höchsten Herr erfreuend, yat, welches, sa, diese, vidya, Bildung, tat, dem Herrn, Matihi, Bewusstsein, ja, durch welches. Übersetzung. Mein lieber König, die scharfen Spitzen des Kusha-Grases bedecken die ganze Welt und aus diesem Grunde bist du stolz geworden, weil du verschiedene Arten von Tieren in Opfern getötet hast. Aufgrund deiner Torheit weißt du nicht, dass hingebungsvollen Dienst der einzige Weg ist, die höchste Persönlichkeit Gottes zu erfreuen. Du kannst diese Tatsache nicht verstehen. Deine einzigen Tätigkeiten sollten jene sein, die die Persönlichkeit Gottes erfreuen können. Unsere Bildung sollte von solcher Art sein, dass wir auf die Stufe von Krishna-Bewusstsein erhoben werden können. Das sind starke Worte hier. Erläuterung.
In diesem Vers greift der große Weise Narada Muni den König direkt an, weil diese Opfer darbrachte, bei denen eine große Zahl von Tieren getötet wurde. Der König dachte, er sei großartig, weil er so viele Opfer dargebracht hatte. Doch der große Weise Narada tadelte ihn direkt, indem er ihm klar machte, dass sein Tiermorden nur dazu führte, dass er durch falsches Ansehen stolz wurde. Im Grunde ist jede Handlung, die nicht dazu führt, dass man Krishna-Bewusstsein entwickelt, eine sündhafte Tätigkeit. Und jede Erziehung, die nicht dazu führt, dass man Krishna versteht, ist eine falsche Erziehung. Wenn Krishna-Bewusstsein fehlt, beschäftigt man sich nur mit falschen Tätigkeiten und falschen Bildungsmethoden. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshur Militam Yena Tasmay Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadanti Kam. Das ist, wenn ich diesen Vers gelesen habe, ich habe gedacht, manchmal die Sadhus sind so stark, als Prabhupada hat gesagt, sein Guru Maharaj Bhaktisiddhanta sagt, oh, Hare Krishna. Nein, das ist alt, das ist mindestens 15 Jahre alt. So. Und was möchte ich sagen? Ja, Bhaktisiddhanta Saraswati hat diese Technik, sogenannte Chopping-Technik. Chopping. Was ist Chopping auf Deutsch? Hacken. Hackentechnik. Was machst du? Warum betrugst du die Leute? Manchmal, sie gesagt, der Bhaktisiddhanta Saraswati hat, wenn der hat die Mayavadi getroffen, Mayavadi Sannyasi oder der Yamamada Mayavadi ist, dann ist zu ihm gegangen, warum betrugst du Leute? Warum? Und dann alle hatten Angst von Bhaktisiddhanta Saraswati, weil er hat was so gelernt. Und keine kann oder möchte mit Bhaktisiddhanta argumentieren. Und das ist auch wie Chaitanya Mahaprabhu. Natürlich, das ist ein Spiel. Chaitanya Mahaprabhu, wenn er Gadadhar getroffen und er immer wie so, provozieren, philosophisch. Und Gadadhar hat Chaitanya Mahaprabhu getroffen, er ist auf die andere Straße, an die andere Seite von der Straße gegangen. Und noch ein berühmtes Beispiel ist in Srimad Bhagavatam, wenn Vidura ist zurück eigentlich nach dem Schlachthof und alles ist vorbei, alles war vorbei. Und er hat gesehen, dass Dhritarashtra wohnt in das Haus von Pandavas. Und das ist der berühmte Heavy Worte, man kann sagen. Manchmal in den 90er Jahren haben wir so heavy. Prabhu hat, oh Maharaj hat Heavy Class gegeben. Das war damals. Heutzutage keine gibt Heavy Class Vortrag. Also Heavy Class gegeben. Das hat alles erzählt. Manchmal, diese Worte sind mit der Faust und auf den Tisch geschlagen. Krishna-Bewusstsein, sehr wichtig. Gaur Govinda Maharaj hat das immer. Du musst an Chaitanya Mahaprabhu, alles hingeben. Und heavy Worte, Vidura hat gesagt, was machst du hier? Guck mal, den Spiegel, was machst du hier? Deine Zähne sind ausgefallen. Alles, deine Haut ist was lang. Du bist alt, du kannst nicht essen, du kannst nicht verdauen. Und du isst das Essen von Bhima. Bhima hat deine Söhne getötet. Und du isst Essen hier, in dieses Haus. Geh raus, sofort. Vanaprastha, in der Wald. Und Dhritarashtra so, okay, mache ich so. Und ich komme mit. Komm mit. Und das ist eigentlich Sadhu. Sadhu zuerst. Ist ein Experte, er sieht, wenn jemand bereit ist,
Und manchmal, wir brauchen diese schweren Worte als Schwert, unsere Anhaftungen zu sammeln. Schneiden, weg. Durchtrennen. Und auch Sadhu, nicht nur die Sadhu kritisiert, aber Sadhu auch gibt einen Weg raus und gibt ein Beispiel. Ja, komm mit, ich gehe auch in den Wald. Wir gehen zusammen. Und das ist auch unsere Krishna-Bewegung, unser Krishna-Bewusstsein. Srila Prabhupada hat das auch stark gepredigt. Tiere, tierisches Leben, Mond, nein. Die sind nicht nach Mond gegangen, nicht. Und das war, wow, Prabhupada, nein. Schurken, wie sagen Sie, diese schweren Worte. Tiere. Also wenn jemand nicht in diese, habe ein bisschen Varnashram Dharma gelesen, und wenn jemand gehört nicht zu diesen vier Varnashram, also das ist ein tierisches Leben. Das sind die schweren Worte eigentlich, sehr, sehr schwer. Aber Jananti Mam Huda, jemand, der kennt nicht Krishna als Gott, aber der denkt, dass Krishnas Körper ist wie unser Körper, ist Buddha. Oder eine Dummkopf. Und viermal in Indien, Prabhupada hat sehr schwer gepredigt. Das ist berühmt. Rascal in Indien ist sehr, sehr heavy. Ja. Im Westen ist es nicht so heavy. Rascal im Westen bedeutet, die Kinder, die spielen und dann auch diese little Rascals. Das ist ein bisschen süß, man kann sagen. Aber in Indien, Rascal. Das ist das schwere Wort. Aber auch in Serbisch, Rascal bedeutet sehr schwer. Ich habe mal gehört, ein paar Devotees ausgetauscht. So, man spricht das nicht. Das ist such a heavy words. Und Prabhupada hat gesagt, ja, Rascal, Muda. Und das ist ein berühmtes Gespräch mit Dr. Patel. Und Dr. Patel sagt, aber Krishna ist, nein, du bist, you're a rascal, you're a Muda. Und Dr. Patel sagte, Swamiji, you're so harsh, du bist so hard. Und Prabhupada hat gesagt, nein, Krishna ist hard. Und Krishna sagte, Muda, so du bist Muda. Und Dr. Patel hat gezittert. Und am nächsten Tag, Dr. Patel hat nicht mit Prabhupada vom Morning Walk gegangen, weil er hat verletzt. Er hat ihn verletzt. Und natürlich, später ist alles war okay. Aber so diese, die auch hier, wir sehen, mein lieber König, du denkst, du bist so fromm und du machst alles gut. Aber du bist eigentlich nur stolz und du tötest so viele Tiere. Hör das auf und verehrt Krishna. Bhaja Govinda, auch Shankaracharya eigentlich hat dieses berühmte Vers. Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Bhaja Govinda, Muda Mate. Meine liebe Schurke. Verehrt Govinda, verehrt Govinda, verehrt Govinda. Samprapte, wie sagt das Vers? Samprapte Palite, Kale Nahi, Nahi Kashati, Dukrin Karane. Wenn ihr nur diese, Worte-Gymnastik beschreibt und wir überlegen, diese Philosophie, das ist eine Gymnastik, eine mentale Gymnastik. Das hilft ihr nicht in der letzte Moment von eures Leben. Das hilft nicht. Was hilft es philosophisch? Prabhupada hat sogenannte Kakatalya Nyaya gegeben. Kakatalya Nyaya ist die Logik, der eine Krähe, wie ist das Krähe? Krähe. Und Kakatalya bedeutet, es gibt eine Frucht, Talbaum. Und dieser Talbaum gibt eine Frucht. Und dann zwei Philosophen sind unter dem Baum gesessen und philosophieren. Und dann, diese Krähe ist, geflogen, auf dem Ast gelandet und dann diese Talfrüchte ist runtergefallen. Und dann ein Philosoph gesagt, ich denke, dass das
diese Frucht ist gefallen von dem Gewicht, von diesem Vogelgewicht. Und dann denke ich, nein. Und dann die philosophieren, was passiert mit dem Vogel und so weiter und der Früchte. Und Prabhupada, das heißt Kakatalia Nyaya, Philosophie. Das sind nur sitzen und dann philosophieren, ohne eigentlich eine echte Ergebnisse. Und das ist auch, was passiert hier. Was passiert hier noch, ist, dass der König, er hat gedacht, ich bin fromm, weil ich mache alles gut. Und wir sehen hier, die ganze Welt hat diese Kuschagras, spitzen Kuschagras bedeckt, die ganze Welt. Weil wir wissen, dass ich habe gestern ein bisschen gelesen, Kuschagras ist sehr, sehr wichtig für alle Opfer, für unsere Yagyas, und Kuschagras ist sehr wichtig. Und Kuschagras eigentlich ist, aber das natürlich, das ist nicht, unterstützt wissenschaftlich. Ich habe ein bisschen gelesen, da jemand hat geschrieben, dass Kuschagras eigentlich hat diese Eigenschaften, dass wenn du sitzt auf Kuschagras, preserve die Energie. Erhält die Energie von jemandem, der sitzt. Und deswegen die Heilige, die sitzen auf dem Kuschagras. Aber das ist ein bisschen esoterisch. Aber Kuschagras ist sehr wichtig. Und dann Kuschagras, die ursprüngliche Kuschagras, ist eigentlich die Haare von Varahadev. Das sind geschrieben in Srimad Bhagavatam. Varahadev hat mit Hiranyaksha gekämpft. Er war so geärgert. Und er hat diese Eber macht das, wie Tiere machen das. Dann ist raus von das Wasser gegangen und dann die machen das. Und dann ein paar Haare ist runtergefallen auf die Erde. Und von diesen Haare von Simadev, die Kuschagras, ist wie soll man, ist Kuschagras geworden. Und das ist Wahnsinn, das ist so wichtig, Kuschagras. Und es gibt verschiedene, hier, es steht hier, der Kuschagras, der scharfe Spitzen der Kuschagras bedecken die ganze Welt. Weil zum Beispiel Prithu Maharaj, wenn Prithu Maharaj hat also eine Zeremonie gemacht, er hat einen Ring von Kuschagras gemacht. Und habe gesehen in Mayapur, wenn wir haben diese Abhishek und so weiter, diese Brahmacharis, Gurukulis, die haben auch Kuschagras wie einen Ring gemacht. Und manchmal die machen wie eine Kette mit Kuschagras über die Deities und so weiter. Kuschagras ist sehr wichtig. Shishi Gonitai Kijat. Ist das Kuschagras? Okay. Ist aus Indien. Es muss sein. Yes, this is pure cow ghee, no problem. Es gibt eigentlich einen Skandal. Eine Fabrik in der Nähe von Mathura hat Milch verkauft, also eine große Fabrik und Panier und alles. Und dann haben sie gefunden, dass eigentlich das Milch nicht Milch ist. Das ist eine Kreide und eine Seife gemischt. Jeder hat die Intelligenz, ein Labor. Und eigentlich hat Milch gemacht von Kreide und Seife. Und die haben, ganz Indien verkauft Milch und Panier und Pure Ghee und alles gut. So, es muss Kuschagras sein. Wenn ich sage, dass Kuschagras ist, muss. Okay, wir gehen weiter. Und ja, deswegen, wir haben diese Varnashram, sogenannte Varnashram Dharma. Wir sehen hier, das König hat alle diese fromme Tätigkeiten gefolgt. Das ist nicht sündvoll. Aber wenn diese frommen Tätigkeiten nicht verbunden mit Krishna-Verehrung,
dass die sind eigentlich nutzlos. Und das ist, ich muss nochmal wiederholen, das ist unser Sampradayas Ziel. Nicht Karma-Yoga, sondern Bhakti-Yoga. Bhakti-Yoga bedeutet Verehren Krishna, Hingabe zu Krishna, dass wir alle an Krishna geben, zu Krishna geben. Sarva Dharmam Parityaja, Mam Ekam Sharanam Vraja. Das ist unser Vers. Sarva Dharmam Parityaja. Nicht, wie sagt man, du solltest perform your duty. Karmanal. Ah, ich vergesse. Loko Yam Karma Bandana. You better perform your duty, because otherwise duty binds you in this world. So, das ist nicht, das ist in Indien, das ist ein berühmter Vers, aber für ISKCON Devotees, für unsere Sampradaya, unsere Schule, Nachfolge, Sarva Dharmam Parityaja, alle Dharmas, wir müssen alles aufgeben und in Krishna hingehen. Das ist unsere Sampradaya und das ist unser Ziel. Okay, das ist alles, was möchte ich jetzt zurzeit sagen, Maharaj. Hast du weiter? Was? Gehst du zu dem Pro? Ich würde fragen, ist das vielleicht, also ist in Bhakti, gibt es sowas wie Grauzonen oder ist das alles immer schwarz und weiß? Bitte? Gibt es sowas wie Grauzonen in Bhakti oder ist das alles immer schwarz und weiß? Es gibt immer Grauzonen. Aber wir verstehen nicht, in der Bhagavad Gita auch, es steht, wenn jemand, im 12. Kapitel, wenn jemand kann nicht, denk alles, denk immer an mich, wie sagt man, an mir? An mich. Denk immer an mich. Wenn nicht, wenn du das nicht kannst, dann du kannst deine Früchte von deinem Arbeit geben und so weiter und dann es gibt mehr. So, ja, es gibt braue Zonen, aber wir müssen nicht vergessen, was unser Ziel ist. Eigentlich, Prabhupada möchte Varnashram Dharma. Was ist Varnashram Dharma? Varnashram Dharma ist eine graue Zone. Organisierte graue Zone. Weil wir eigentlich, wir verstehen, dass Manushanam Sahasreshu, von Tausenden und Tausenden und Tausenden Leute, nur eine kann Krishna verstehen, eine. Aber von vielen Tausend. Und dass wir verstehen das, ja. Aber wir predigen nicht jetzt Wasser. Wir predigen Zitronen oder was Orangensaft. Wir predigen nicht Wasser. Wir predigen Orangensaft mit Wissen, dass die Leute, die kommen, das ist unser Ziel. Nicht Wasser. Orangensaft ist unser Ziel. Krishna. Hingabe, voll Hingabe ist unser Ziel. Und in Indien, das ist so einfach. Die Leute, die verstehen das und die akzeptieren. Oh, das sind die Heiligen. In Südindien, wenn ich als Brahmachari war, die haben, oh, Swamiji. Die wissen nicht, wer bin ich. Aber die respektieren, aber die denken, ich kann nicht das machen, was er macht. Und das ist eine nicht neidische Gesellschaft. Im Westen ist es ein bisschen schwer. Wir denken, wir haben diesen Neid. In Indien, die haben nicht. Die verstehen, okay, die sind die heiligen Devotees. Die können, die machen, was wahrscheinlich ich kann am Ende meines Lebens oder wahrscheinlich nächstes Leben. Das bezieht sich besonders auf Safran. Genau. Ja. Swamiji. Wenn die denken, er hat alles aufgegeben, das ist glorreich. Die denken nicht, dass, das sind die, wie sagt man, Brahmachari, er möchte keinen Job haben und das ist eine faule, Mensch. Aber ich arbeite hier. Das ist wie Leute denken hier im Westen. Gestern, wir haben gehört von Prabhupada gesagt, die Leute sind neidisch, da wir arbeiten nicht. Und dann, die denken, finde einen Job. Du musst arbeiten wie ich. Und Prabhupada hat gesagt, wenn du so neidisch bist, join us, komm zu uns. Und dann, du musst nicht auch. Chante Hare Krishna, alles ist gut, du musst nicht arbeiten. Aber die kommen nicht natürlich. So, das ist der Unterschied.
In Indien, das ist ganz normal. Und die wissen, ich bin auch ein Devotee von Krishna, aber die Höchste ist das, was er macht. Er macht das Höchste, was Höchste ist. Er hat alles hingegeben, alles aufgeben. Ich kann nicht das, aber ich respektiere. Das ist ganz normal. Aber wenn wir predigen, du musst nicht, alles ist gut. Nach einer Weile, erste Generation, zweite Generation, ich kann jetzt sehen, dass zweite, dritte Generation kann schon sagen, das ist nicht nötig. Wir haben diese Geschichte von Jadwita Swami erzählt über, wie heißt das in den USA? Salvation Army. Am Anfang, wie heißt der? Heilsarmee in Deutschland. Und am Anfang dieses Heilsarmee, die hatten was war eine Armee für Jesus. Gepredigt, heavy gepredigt. Und dann, die haben gedacht, okay, die Leute mögen uns nicht so. Und dann lass uns etwas machen, dass wir eine Sympathie, wie sagt man, für die Leute entwickeln. Und dann, die haben diese alte Möbel und so weiter und gesammelt. Und ist alles für die arme Leute gegeben. Und das war super, eine super, wie sagt man, Promotion, wie sagt man das? Werbung in der Öffentlichkeit. Und alle gesagt, die sind die guten Leute und so weiter. Und zweite Generation, dritte Generation. Und jetzt, wenn wir nach Amerika gehen, und was passiert mit Salvation Army? Das sind nur ein paar Obdachlose, die arbeiten dort, wo, Peanuts, wie sagt er in Deutsch, und die verkaufen Möbel für 10 Euro. Und das ist, was Salvation Army ist. Es gibt keine Armee, kein Jesus, nichts. Nur die verkaufen alte Möbel und alte, wie sagt man, alles, das Schrott. Weil das geht so schnell runter, das müssen wir verstehen. Wenn jemand ein paar Jahre in Krishna-Bewusstsein verbracht, man sieht das. Zum Beispiel Maharaj, als Maharaj hat erzählt, in den 70er Jahren, ich bin von 90er Jahren, und ich sehe, dass Krishna-Bewusstsein ist ein bisschen anderes, ein bisschen mehr, also ein bisschen anderes als in nur 30 Jahren, vor 30 Jahren. Das ist anderes. Auch das Beispiel, was wir geben, also Prabhupada, haben wir gestern gehört, ich lasse, und Prabhupada sagte, komm zu uns, ja. Habt ihr keine Probleme mehr. Ja. Das war zu der Zeit am Anfang. Da waren die Tempel, da lebten alle die Tempel. Selbst die Vihastas, ich kann mich erinnern, selbst die Vihastas mit Kindern leben im Tempel. So Prabhupada legte so viel Wert auf, dass wir alle zusammen in einem Haus leben. Später wurde das dann gegen die Haushalte, dann haben die Business gehabt oder gearbeitet oder. Und heute ist das noch anders. Weil es sind kaum noch die Bodies im Tempel. Sondern die meisten leben draußen. Und das gleiche Beispiel ist nicht mehr so, ich sag mal, nicht mehr so relevant, wie sagt man Deutsch. Ja, genau. Ein anderes Publikum, andere. Noch was? Ja. Ein Frage zum Vers. Dort wurde beschrieben, dass alles, was nicht Krishna bewusste Erziehung ist, ist falsche Erziehung. Was ist falsche Erziehung? Genau, ist falsche Erziehung. Das kann ich auch so annehmen, wie soll man dann über seine eigenen Eltern denken, weil das ist für die eigenen Eltern zu denken, ist vielleicht nicht so produktiv, wenn man jetzt mit denen sich trifft oder sowas, zum Beispiel ich jetzt, das war auch mal jetzt meine Eltern. Da soll ich dann einfach denken, okay, die haben mich gut erzogen, mich akzeptieren das oder soll ich auch trotzdem Geist haben, okay, das heißt eine falsche Erziehung? Was? Der Vers hat gesagt, dass eine Erziehung ohne Krishna-Bewusstsein ist, das ist eine falsche Erziehung. Soll man das dann auch eigentlich über seine eigenen Eltern im Hinterkopf haben oder soll man über die Eltern eher denken, sie haben mich gut erzogen, sie akzeptieren das Krishna-Bewusstsein? Am Anfang waren wir sehr fanatisch. Wenn man die Eltern einfach lieben, die haben Fleisch gegessen. Und im Laufe der Zeit entwickelt man mehr Barmherzigkeit, dass man versucht, ihn auch ein bisschen
bisschen Passage zu geben und so. Aber man sollte die Sachen so sehen, wie sie sind. Ne? Aber nicht, die sollen im Gegenteil heute versuchen, das alle zu, die Sachen zu ermutigen, in irgendeiner Weise positiv zu stimmen. Früher war die Teilung mehr. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir haben vorgestern haben wir ein Buch gelesen von Satvarumas. Satvarumas war einer der ersten Buddhis in New York. Und der hat erzählt, dass irgendwann kam es zu dem Punkt, dass seine Eltern ihn nicht mehr sehen wollten. Ja, hast du das gehört? Die wollen ihn nicht mehr sehen. Und dann konnte er nicht mal mehr seine Eltern besuchen. Ich weiß nicht, was im Laufe der Zeit daraus geworden ist. Aber ich glaube, er hat sich nicht daran erinnert. Oder ich habe das gleich auch mit meiner erinnert. Am Anfang habe ich mich gar nicht mehr sehen lassen. Dann kamen die sogar zum Tempel ab und zu, um mich zu sehen, weil sie nicht mehr besucht haben. Aber im Laufe der Zeit habe ich, wenn ich sie besucht habe, das war einmal im Jahr oder so, oder zweimal im Jahr, dann habe ich immer versucht, eine Passage zu geben. Und am Anfang bin ich nur in meinem Dodi hingegangen, frisch geschäft. Und das war ein Skandal in dem Bezirk, wo wir das Haus hatten. Die wussten alle, das ist verrückt, denn der für mich. Und wenn ich dann kam, die Straße runterging, dann sind wir über die Gardinen sich bewegt. Und dann haben sie auch angefangen, haben sie dann auch immer Geld gegeben, ne? Und haben immer gesagt, aber gibt es nicht zu den Hare Krishna? Und ich habe das natürlich immer kräftig an den Dienis gegeben oder so. Ja, und dadurch haben sie auch ihren Nutzen ausgezogen. Das ist eine Frage von Reife. Ne? Ja, wir haben eine Geschichte gehört von Radhanath Maharaj. Er ist das erste Mal nach Hause gegangen als Sannyasi. Und er hat draußen, er möchte nicht im Karmi-Haus schlafen, mit seinen Eltern. Aber er hat draußen auf diese, wie sagt man, Porch draußen geschlafen. Und dann am Morgen, sein Vater hat gehört, bing, 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 Glock, den Glock, den Glock. Und er hat geguckt, was passiert um 4. Und er hat geguckt und Radhan Swami hat Aruti gemacht mit dem Feuer. Und sein Vater hat gesagt, was machst du jetzt? Die ganze Nachbarschaft hat geguckt, was passiert jetzt mit der Glocke. Also, ich mache Aruti, stör dich nicht. Es ist lustig, aber meine Meinung ist nicht so schlimm eigentlich. Dass wir ein bisschen Fanatik, heutzutage ist alles ein bisschen, wie sagt man, Larifari, wie sagt man das auf Deutsch? Larifari. Und ja, alles ist gut, wir alles ist gut, alles ist super, du bist großartig und du magst Prasadam, oh, das ist so cool. Und man darf nicht sagen. Und das ist auch nicht gut, das ist nicht gute Erziehung eigentlich, wenn wir trainieren die junge Devotees nicht. Ohne Training, man kann nicht, man versteht nicht. Und das ist eigentlich für mich Crime, man kann sagen, dass wenn junge Devote kommt und wir zeigen nicht den Weg und dann ganzes Leben diese Devote bleibt wie in diesem Niveau auf Kanishta Adhikari. Das ist eigentlich nicht, wir helfen diese Devote eigentlich nicht. Wir müssen den Weg zeigen, wer möchte natürlich. Wer kommt und wer möchte, zum Beispiel Bhakti Selim, ja, mach das. Warum muss er nicht, oh Selim, du bist müde, oh, schlaf bis 9. Nein, was war? Hat mich gefragt, soll ich auf Sankirtan gehen? Ich bin, nein, geh raus in Sankirtan. Du kannst später, wenn du 40 bist, du kannst schlafen während, oder nicht in Sankirtan gehen während der Nijala Kadesha. Jetzt, du bist 20, raus. Das ist gut für dich, es ist confirmed. Gut für dich. Später, wenn du 50, ich bin 50 und dann alles ist okay, ich kann nicht das machen, ich nicht jenes machen, dann ist zu spät. Deswegen, wenn wir jung, mach das, wenn du jung bist. Okay, Mataji. Ich habe gelesen,
Als hast du die Predigung gesprochen. Ja. Ja. Das ist das Wichtigste. Meine Frage ist, was sind die Hindernisse zur Predigung? Was stoppt die Votis? Was zieht die Votis weg von Predigung? Die Hindernisse, die Difficulties. Es gibt verschiedene. Aber eigentlich sogenannte Maya. Maya ist ein kann seine so große Dinge sein. Maya eigentlich, Maya. Nicht genug Hingabe. Und nicht genug, wenn wir selbst nicht überzeugend sind, dann können wir nicht predigen. Dann wir denken, wozu? Oder wir haben nicht diese, wie sagt man, Verständnis, was wichtig ist. Weil Predigen ist nicht einfach. Du siehst, jeden Tag, wenn du gehst raus, zuerst rauszugehen, jeden Tag ist schwer. Jeden Tag, und du denkst, du manchmal du bist in gute Laune, manchmal schlechte Laune. Und dann die Leute kommen und sagen, ah, was, das ist ein Schwachsinn. Und dann du denkst, oh Mann, ich kann nicht mehr, das ist kalt und ich bin müde und habe Kopfschmerzen. Aber nun, du gehst weiter und weiter und weiter, weil das ist nicht einfach. Dann machst du nur unsere innere Hindernisse. Ja? Und gibt es unsere innere Hindernisse, sind auch Maya eigentlich. Das ist auch Maya. Es gibt so viele, man kann machen eine Liste mit 1008 Hindernissen. 1.008 Hindernisse. 1008? Hindernisse. 1008 Hindernisse oder 1.008 Hindernisse. Man kann eine große Liste machen. So viele Dinge. Warum nicht? Aber ich immer, als wir in den USA, zum Beispiel in den 90er Jahren, wir hatten diese Probleme, wir haben immer diese deutsche, wir haben nicht Deutsch gesprochen, aber wir haben diese Deutsche, einfach weitermachen. Wir haben diesen Satz hier, einfach weitermachen, auf Deutsch. Wir haben nicht verstanden, was bedeutet das, aber wir haben gewusst, just do it, just keep on going, just keep on going. Just keep on doing it. Und es ist lobenswert, dass du mit 69 Jahren immer noch Bücher verteilst auf der Straße. Entschuldigung. Das ist großartig. Vielen Dank. Und nur. Das ist auch eine Frage von, wo wir jetzt über das Predigen sprechen. Das ist eine Frage von Reife. Man reift langsam, Krishna Musa. Man versteht mehr und mehr, was man tun muss und was man nicht tun muss. Und dass man auch gemäß Ort, Zeit und Umständen handelt man dementsprechend oder auch Sachdinge. Zum Beispiel ein guter Sankirtan-Lehrer am Anfang, Anfänger in Sankirtan, der hat keine Unterscheidungsvermögen, hat noch keine Erfahrung und so weiter. Und er hat auch oft Probleme. Oder manchmal sogar nur so mit sehr leidenschaftlich. Und im Laufe der Zeit wird man mehr, reift man mehr. Man weiß genau, gemäß Ort, Zeit und Umständen, was man wem sagen kann. So, ich habe gesehen, dass Sankirtan, die Buddhis, wenn die etwas länger Sankirtan haben, dann werden sie vorzügliche Psychologen. Die wissen schon, aha, das ist die Art von, die berühren nur ein paar Worte von denen und dann wissen schon, nur gemäß dem, was sie sagen, der Resonanz, sagen sie auch das entsprechende. Das ist eine Frage von, Reife. Genau, ich hab letzte Woche mit Navina Nirad gesprochen. Und es ist so scharf, Navina. So, er kann sofort verstehen, was passiert. So, sein Geist ist so scharf und so klar. Unglaublich. So viele Jahre von Sankirtan. Aber noch eine Dinge, ist also, was wichtig ist, was Maharaj gesagt hat, von wem wir hören und wem wir folgen. Das ist auch wichtig. Werte, zum Beispiel hier in diesem Tempel, es gibt eine sogenannte alte Schule, weil Maharaj ist hier für viele Jahre und dann es gibt ein Mood, es ist eine Atmosphäre hier von diesen Predigen, Harinam, Sankirtan und so weiter. Das ist nicht überall so.
So, das ist auch wichtig. Werte, was sind unsere Werte? Wenn wir Prabhupada, von Prabhupada hören, Prabhupada lesen. Als ich sehr, sehr jung Bhakta war, einmal ist mein Vrindavan, ich habe gelesen, Prabhupada hat geschrieben, those who are serious about Krishna consciousness, go out and preach. Das ist ein Satz. Diejenigen, die sind seriös über Krishna wussten, die gehen raus und predigen. Und habe gedacht, ich war new Bhakta und habe gedacht, ich bin seriös. Ich. Deswegen muss ich predigen. Das ist, dieser Satz war für mich so, wow, Prabhupada sagte, who is serious? Ich bin, I'm serious. So ein bisschen puffed up. Aber ich habe gedacht, ja, ich möchte das machen. Ich predige. Und deswegen ist es auch wichtig, Prabhupadas Bücher zu lesen. Prabhupadas Bücher. Es gibt heutzutage so viele Bücher, aber Prabhupadas Bücher sind die Grundlage für unsere alles, was wir machen. Und von was sind unsere Werte? Unsere Werte sind Prabhupada zu folgen, unsere Guru zu folgen. Und Prabhupada, eigentlich, wir sehen es, wenn wir lesen das, man kann nicht Zweifeln haben. Zum Beispiel, ich kenne ein paar, wir haben gesagt, ein paar Devote sind Vrindavan damals, nicht ich weiß jetzt, aber das vor 50 Jahren zum Beispiel. Und dann, die hat auch diese Vow, wie sagt man das? Gelübde gegeben. Ich bleibe in dieser 84 Großstadt in Vrindavan, ich gehe nicht raus. Aber Prabhupada, wenn jemand Prabhupada liest, das ist an Prabhupada gesagt, warum? Das ist nicht richtig. So, wenn du Prabhupada liest, das ist so klar. Deswegen Prabhupada lesen und Prabhupada Anweisungen folgen. Und dann alle diese Hindernisse und Schwierigkeiten sind, ja, das ist materielle Welt und alle mir muss weitergehen. Okay, noch was? Oder? Ja. Bitte? Nicht, dass wir selbst Bücher lesen. Ich meine, wer hilft? Ich meine nicht über Guru Maharaj, aber er gibt diese Mercy, Bücher zu verteilen. Das habe ich selbst angefangen. Aber die andere, wie sagt man das? Stimulating Factors, um weiter zu predigen. Gibt es sowas, was die Welt stimuliert, zu predigen? Ja, natürlich gibt's. Was ist das? Zum Beispiel Senior Devotees kann inspirieren. Oder wenn wir haben verschiedene heutzutage ist es ein bisschen anderes, aber zum Beispiel wenn wir haben diese sogenannte Marathon oder das ist auch das stimuliert. Ja, wir machen alles und dann wir gucken, oh, was ist dieser Tempel, wie viele Bücher. Also wir hatten ein Sankirtan-Center in Seattle und ich hatte immer gekämpft mit Sadhu Sangananda von Österreich. Er war in Boston und er war Nummer 1 Tempel in der Welt, Buchverteilung, Small Temples. Und ich habe ihn einmal getroffen und habe gesagt, nächstes Jahr, next year I'll beat you, will beat you. Und er sagt, du hast keine Chance gegen mich. Okay, wir schauen mal. Und dann, ja, alles, der wurde ja, wir müssen Boston ist, was ist Boston? Wir hatten Boston-Resultate hier, wir gucken, ja, wir müssen Boston, wie sagt man, besiegen. Und dann ein Jahr später, wir haben Boston, wie sagt man, besiegt. Und dann, ja. Und dann haben wir geschrieben, okay, jetzt, was ist mit dir, Tempel? Und dann, oh, wir schauen mal. Das ist ein bisschen, natürlich nicht der richtige Fight, aber das ist eine Stimulation. Wir haben 60.000 Bücher in einem Jahr verteilt. Das ist, und das ist nur wegen Boston. Wenn wir für uns verteilen, okay, 30.000, 20.000 ist okay. Aber wegen, oh, es ist nur 40.000, jetzt müssen wir mehr verteilen. Und Prabhupada hat das auch, diese transzendentale Competition, Wettkampf gemacht, wegen gegen West Coast, Rameshwara Swami gegen Tamal Krishna Goswami, Radha Damodar.
Und also dieser berühmte Brief, der Prabhupada hat geschrieben, let's see who's gonna win the marathon this year, Rameshwara or Tamal. If Tamal loses, he will have a heart failure. Das ist so lustig. Das ist, wenn Tamal Krishna verliert, er hat einen Herzumschlag. Ist das ein Herzumschlag? Herzinfarkt. Ich habe noch ein Beispiel. Wir hatten gerade, also vor einer Woche oder so, habe ich einen Brief bekommen von Gopa Vilas. Und da hat er noch Bilder, haben sie noch Bilder geschrieben. Da hat er ein Sanitan-Seminar gemacht in Panama, Panama City. Und hat die ganzen Freunde Krishnas inspiriert, Bücher zu verteilen, rauszugeben. Genau. Und das kommt von Köln. Genau. Haben sich alle gewundert. Das ist ein winziger kleiner Tempel für einen Tempel und zwei Höchstens. Die Congregation besteht größtenteils aus Indern nur. Und wir sind normalerweise nicht in dieser Linie. Da hat er einfach da Propaganda gemacht, die ganzen Leute, die zum Tempel kamen und so, die Gäste, die inspiriert werden. Deswegen, ältere Devotee sollte das predigen. Dass wir, das ist unsere Stimme, unsere Atmosphäre, predigen. Und dann, es ist egal, wo sind wir. Zum Beispiel in den 70er Jahren, es gab ein Sankirtan-Newsletter natürlich auf die ganze Welt und dann, wir haben immer Sankirtan-Newsletter geguckt. Aber auch die Bhakta-Newsletter, ich habe das gesehen, Dhanavir Maharaj, in dieses Buch, Fortunate Souls. Bhakta-Newsletter, wer hat, wie viel Bhaktas hat welche Tempel gemacht? Das war eine Liste. Ja. Und ich bin sogar, Hare Krishna hat mich sogar nach London geschickt und mit Tulsi. Tulsi war der Bhaktalita in Los Angeles. Und der war gerade in London mit Dhanavir zusammen. Da hat Hare Krishna mich hingeschickt, um zu lernen, wie man zu lernen kann. Im Bhaktas. Also Viparmukhya Maharaj und wie heißt der? Rohini Nandan in London. Das war eine ganze Atmosphäre, ganz ISKCON war, ja, wer macht mehr Devotees, wer macht das. Das ist natürlich nicht böse, aber dieser Wettkampf ist Gesundheit, healthy, normal, das hilft. Das ist ein bisschen, wir vermissen heutzutage, ich muss sagen. Wenn jemand predigen, buchen, dann ist, okay, du bist alte Schuhe. Aber wir müssen weitergehen und wir müssen Krishna-Bewusstsein erneuern. Wieder zu einer Revolution. Prabhupada, es gibt hier ein Vers, das letzte Ding, was ich. Das berühmte Vers. Wo ist das? Janataga Viplava. Ich kenne diesen Vers auswendig nicht. Jasmin Pratishlokam und so weiter und so weiter. Es bedeutet, diese transzendentale Literatur kann Revolution bringen in die gottlose Gesellschaft. Genau, Revolution. Das ist Revolution. Wir sind sogenannte in der Südamerika Revolutionarios. Wir sind Revolutionarios. Hare Krishna. Ja, die Sankirtaneros. Ja, als ich in den 90er Jahren in den USA war, habe ich alle diese Neuigkeiten von Europa, von Rohini Sutta, 500 Bücher verteilen. Also, wow, 500 Bücher in der Schweiz. Und dann habe ich ein Interview gehört und er hat gesagt, ich bin rausgegangen und habe gedacht, jetzt. I will show Navina how to distribute books. Die hatten immer diesen Wettkampf. Und ein berühmtes Brief von Hari Kesh, damaliger Swami, an einen Devotee, ich glaube, das ist Navina, aber ich weiß nicht, es hat nicht Namen geschrieben. Er hat ihm, du, muss auf Englisch das. You wrote to me that this marathon, you don't want to compete with the numbers, but you want to distribute books based on the quality, not on quantity. You want to please Krishna by your devotion, not by your numbers. And this is very nice. I approve of this. You know, there. And then P.S.
But do not go under the third place. Was sollte, das ist alles gut, aber unter dritter Platz, du darfst nicht. Du darfst nicht. Oder von Südamerika in Brasilien und die anderen, die haben viele Bücher in den Bussen vertan. Wir haben dieses Video gesehen, ein Devotee kommt, so fire up. Ich weiß nicht, kommen diese, ein Haufen Bücher in den Bus und haben gesagt, wir haben diese Bücher und dann ergibt von jeder ist ein Passagier, er gibt ein Buch. Und dann, okay, wer möchte ein Buch nehmen, okay, und dann sammelt Geld. Erst kamen in den Bus, die machen sie heute noch. Ja. In den Bus verteilen die Bücher und dann gehen sie vorne hin mit einem kleinen Megafon. Ja. Sonst können die gar nicht hören. Das ist ein Mantra. Ne? Ja. Und dann geht er später hin und sammelt die ein, beziehungsweise das Geld an. Ich habe das in Indien probiert und es funktioniert. Ich war in Indien und verteilt Bücher. Das kann ich niemals machen, im Bus gehen. Und die sitzen dort und du springst drauf. Und du springst drauf. Ja. Oder diese Devotees, dieser Bruder, das war von ungefähr 2000 oder so, die zwei Brüder von New Delhi. Die haben jeden Tag, der war Nummer 1 und Nummer 2 in der Welt, Buchverteilung. Jeden Tag, die haben draußen in Delhi, im Sommer, 50 Grad, und an die Ampel Bücher verteilen. Das ist so heiß, die Autos, den ganzen Tag, Ampel. Und wenn die Ampel rot ist, die gehen schnell und dann verteilen. Und dann Ampel ist gut und dann wieder. Das ist unglaublich. In Südamerika gibt es viele Leute, die eine Handbeschämung verkaufen. Das haben die Unis auch. Hm. Und da haben wir sogar erlebt, dass einmal der hat so viele Bücher verteilt, die ganzen anderen verteilen, die konnten es gar nicht glauben. Ja. Und dann haben sie ihm den Buch weggestohlen. haben auch versucht, die Bücher, da gehen keine Bücher raus. Ne? Ja, genau. Da die denken, das ist ein Hot Item. Ich war einmal in San Francisco Bücher verteilen auf der Straße. Und dann, ich habe jeden Tag, neben uns war die zwei, wie heißt das, Mormonen, wie sagt man das? Ja, Mormonen. Und ein Tag, einer von dieser Junge ist zu mir gekommen, sagte, Entschuldigung, ich sehe dich jeden Tag, und weil die auch verteilen Bücher und predigen, und er hat gesagt, kannst du mir bitte Inspiration geben? Weil heute, heute kann ich, habe keinen Mut, mit Leuten zu sprechen, aber wenn ich dich sehe, du bist so enthusiastisch, kannst du mir bitte, ich habe ein bisschen gepredigt, wie fatal Bücher. Das Ergebnis haben die so enthusiastisch verteilt. Ja. Sind die Business-Leute ständig, um das zu beobachten. Und dann haben sie den Zeitgetan, wo es Angebote gemacht. Ihre Produkte zu verkaufen. Ja, ich habe auch einmal in New York, ein Businessman hat mir geoffert, hat mir einen Business Card gegeben. Er sagt, wenn du für mich arbeitest, komm und dann ich bezahle, ich weiß nicht, wie viel Geld das ist. Das tut mir sehr leid, aber. Ja, das passiert zu mir. Okay, dann. Srila Prabhupada ki jai.